Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu The God of War. Ja, wir waren letzte Folge hier in Fafnirs Lagerraum und haben leider nichts gefunden. Leider, also schon was gefunden, aber nicht das Gesuchte. Und zwar nicht den Witzstein, der mit dem Dings uns da helfen wollte. Was natürlich jetzt doof ist, aber okay. Wir haben, warte mal, das ist der, das hier ist doch der Wildwald. Da fing ja die ganze Ding hier an, ne? Wir könnten ja hier das Tor nutzen und erstmal den Wildwald fertig machen, ne? Bisschen Schnellreise durchs Körchen. Erstmal den Wildwald fertig machen. Das ist ja das, wo wir angefangen haben, wo wir sozusagen, ich sag mal ganz doof, dieses Let's Play angefangen haben. Mimir, was hat dir die Schlange noch erzählt? Klang irgendwie wichtig. Es bedeutet sicher nichts. Die Schlange meinte, der Junge kommt ihr bekannt vor. Ich? Das ist unmöglich. Oh, dem stimme ich zu. Es sei denn, vielleicht sie spricht von etwas, was noch kommen wird. Es heißt, wenn Jörmungandr und Thor zu Ragnarok kämpfen, erschüttert dies den Baum des Lebens derart, dass er zersplittert und die Schlange durch die Zeit zurückschleudert, sogar vor ihrer Geburt. Was? Das ist doch verrückt. Ich hab doch gesagt, dass es nichts bedeutet. Mimirs Geschichten, die Geschichte der Schlange. Die Weltenschlange, ich nenne es nur noch die Weltenschlange. Die Weltenschlange hat bereits zu Ragnarök gegen Thor gekämpft und wurde in die heutige Zeit zurückgeschleudert. Oder Mimir ist verrückt. Ich tippe mal beides. Mimir ist verrückt und dass die Weltenschlange zurückgeschleudert wurde. So, da vorne haben wir Türchen. Finde ich auch schön, dass wir hier einfach im Kreis drehen müssen, um an den Punkt zu kommen. Endlich daheim. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Etwas zu. So. Also. Was haben wir hier? Hier müsste ein weiteres mystisches Tor sein. Ich tippe mal irgendwo hier bei diesem ganzen Gebilde. Dann auch noch zwei unentdeckte Nicht Sachen. vielleicht, aber viel besser als ständig Baumrinde in der Hose zu haben. Schauen wir mal uns um. Wir können rein. Zeit zum Ausruhen. Ich schlafe bis zum Frühling. Tatsache, wir können Hier hier liege ich pennen. gut. Schlaf. Schon längst dabei. Können wir ja wenigstens mal ein paar Sekunden machen, ne? Jahre später. Was war das? Dein Bogen. Nicht ernsthaft, ne? Ach du Scheiße, das geht nicht. Doch nicht weiter, oder? Ach du heilige Scheiße. Das ist doch nicht. Wer bist du? Boah. Hätte ich das vielleicht nicht machen sollen? Ja, hätte ich nicht machen sollen. Okay, Gegenwart. Sorry. Atreus, bist du bereit? Ja, aber ich habe was Seltsames geträumt. Fimbulwinter war vorbei. Und Thor kam zu uns, hier zum Haus. Es war nur ein Traum. Ja. Aber es war so anders. So real. Ja, okay. Als wäre es die Zukunft.
Dann beschäftigen wir uns morgen damit. Genau. Heute können wir noch einiges tun. Ups. Komm. Glaub, das hätte ich noch nicht machen sollen. So wie das aussieht, hätte ich das wohl noch nicht machen sollen, sondern erstmal 100%. Aber okay, wir sind ja in dem Sinne, ne, an der Stelle, wo wir auf angefangen sind. Hätte man mir auch sagen können. Irgendwie so eine kleine Benachrichtigung von wegen, hey, wenn du Ben gehst, ne? Dann, wenn du jetzt schlafen gehst, ja, dann kriegst du noch eine Szene kassiert. Aber das ist ganz witzig. Und diese Szene, bin ich ganz ehrlich. Diese Szene zeigt ein bisschen auch, es kann da noch weitergehen, ne? Also ich meine mal, man könnte DLCs jetzt dazu natürlich raushauen. Man könnte dementsprechend auch ein komplett neues Spiel, was hier halt anknüpft, raushauen, ne? So ganz doof. Habe ich nichts, ne? Nee. Frage ist halt, habe ich hier irgendwo was vergessen, was ich jetzt nicht gesehen habe oder so? Hier die Truhe habe ich. Bin ich hier die Treppe. So, da hinten. War ich da hinten? Muss ich leider alles mal nachgucken. Hier hinten komme ich nicht lang. Okay. Das ist nämlich das. Ich muss ja immer mal gucken. Habe ich hier irgendwo was übersehen, weißt du? Weil es kann immer noch gut sein, dass ich irgendwo, irgendwie, irgendwann irgendwas übersehen habe. Hier habe ich, war ich zuletzt, als ich das Spiel angefangen habe. Bin eigentlich hauptsächlich die Story erstmal durchgegangen. Ne? Ich habe zwar auch ein bisschen erkundet, klar. Deswegen sind hier ein paar Truhen auch schon geöffnet. Aber das heißt ja auch nichts, ne? Da drüben zum Beispiel geht es auch weiter. Seht ihr das? Und so wie ich das sehe, komme ich hier nicht runter, oder? Nee. Kann das irgendwie von hier drüben irgendwo? Nee. Hm. Muss ich mal gucken. Ob ich da irgendwann irgendwo irgendwie hinkomme. So, hier ist nichts weiter. Da ist halt... Fuck. 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 Keine Gegner für uns. Nee, da musste ich, war ich auf jeden Fall. Aber ich guck mal hier. Komme ich nämlich zum Beispiel zum Wasser. Und irgendwo war doch... War das nicht hier irgendwo? Warte mal, da ist die Brücke. Tatsache, hier oben.
Hier oben irgendwo ist das. Müsste hier oben sein dann. Dass man hier, genau. So kann man nämlich auch noch runter. Genau. Aber hier habe ich die Truhe ja schon. Also hier war ich ja anscheinend schon. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Und ja, ich weiß, es ist immer so eine Sache, dass es langweilig sein kann, wenn man nur bestimmte Aspekte sucht. Interessant nebenbei eingefroren. Okay, gehen wir mal da geradeaus durch. Okay, hier ist nichts weiter. Also wirklich nichts weiter. Dann müssten wir da lang schauen. Genau, da unten waren ja mal Wölfe, die wir nämlich mal gekillt haben. So, und dann ging es nämlich hier rein. Auch. Genau, hatte ich mich nämlich noch gewundert, wie ich da oben hinkomme. So. Gefragt, sagen wir es mal so. Ist nichts Neues hier, ne? Nichts, wo man sagt, hey, hier musste ich mal rein oder raus. Hier ist echt nichts, wo man sagt, hier, das ist es. Auch nicht. Okay. Merkwürdig. Das haben wir auch anscheinend. Das ist auch nichts weiter. Genau. Da weiß ich. Nämlich, da musste ich nämlich das ziehen. So. Da einfrieren, damit ich hier nämlich auch durchkomme. Zack. So. Dann kann man nämlich hier rüber, hier hinten noch mit drauf, wo man dann noch was erkunden konnte. Genau, hier war nämlich auch eine Truhe noch, die ich aber auch schon habe. Hier geht's noch hoch. Genau, hier ist nämlich dann das Ding mit den beiden Wölfen. Von wegen, der eine jagt die Sonne, der andere den Mond. So, das war's hier dann aber auch schon wieder. Kann ich nicht hochnehmen. Gehen wir dann runter. Schon merkwürdig.
wenn man hier einfach mal nichts, gar keinen Anhaltspunkt oder so hat. Genau, weil hier war ja der Kampf gegen diesen einen Riesen. Gegen den einen Troll, meine ich. So. Das weiß ich ja noch. Das war hier nämlich der eine Troll, den man hier platt machen musste. So. Da kommen wir nicht runter. Das Ding brennt. Da brennt's. So. Warte mal, da komme ich auch nicht lang. Ne, nee. Nee. Alles nur optisch. Hier komme ich höchstens lang. Wo die Zeichnungen halt sind. So. Konzentrieren, Junge! Ernsthaft? Klar, da ist die eine Kammer. Die eine verschlossene. Die ich ja damals auch nicht aufmachen konnte, weil mir ja dementsprechend der Dings fehlte, ne? Die ganze Zeit direkt neben Mutters Garten. Kein Wunder, dass wir da nicht kamen. Das ist nämlich eine weitere der sieben Kammern. Und ich weiß zufälligerweise, dass das eine der Walkürenkammern ist. Also versteckte Kammer von Odin. Ne? Ist klar, dass das eine Walkürenkammer ist. Ne, die Willküren wurden ja alle irgendwie da weggeschlossen. Und ist natürlich klar, dass das eine der Willkürenkammern ist. Ne? Mal, Midgard gibt es irgendwie vier Willküren, wovon es und sieben Kammern, ne? Ich glaube, das ist eine der Valkyrenkammern, müsste das sein, glaube ich. Ich kann ja mal unbedingt einen Weg nach Jötunheim finden. So. Er ist überzeugt davon, dass die Riesen sein Schicksal in der Hand haben, wenn Ragnarök beginnt. Sie sind schließlich die ältesten Feinde der Asen. Und es ist ihre Armee, die ihn am Ende besiegen soll. Aber mehr als das begehrt er ihre Gabe der Prophezeiung. Er will wissen, was sie wissen und sehen, was sie sehen. So viel Leiden hätten vermieden werden können, wenn seine unstillbare Neugier nicht so viel stärker wäre als seine Weisheit. Wie meinst du das? Ah, erinnere mich daran, dir zu erzählen, wieso man ihn den Fürst der Gehängten nennt. Mimirs Wissen. Odin und die Jötnar. Odins Interesse an Jötunheim. Er fürchtet die Riesen zu Ragnarök und will ihre Zukunftsprophezeiung Riesen machen. Die besten Prophezeiungen. Mimir später fragen, warum man Odin Fürst der Gehängten nennt. Genau, da vorne. Genau.
Da haben wir nämlich jetzt sozusagen das nächste Ding hier. Und da in diesem blauen Riss finden wir sozusagen die nächste Valkyrie. Werde ich allerdings, wie gesagt, erst am Ende des gesamten Let's Plays machen. Also das wird echt das Letzte, was ich machen werde. Also, dementsprechend würde ich trotzdem sagen, war es das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es dann weitergeht, hier bei The God of War. Und mir, eurem Lovers Kisan.